Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, ich glaube, hier sind noch ein, zwei Autos, die nicht gecheckt haben, dass die Tiefgarage noch geschlossen ist. Ich hoffe, dass die es mal checken werden, aber aktuell kommen sie nicht wirklich weit. Und das ist natürlich für sie eine problematische Angelegenheit. Wir werden auch noch hier mal, denke ich mal, die Straßen fürs Erste sperren. Jetzt stehen sie nicht natürlich da und denken sich, Scheiße, was machen wir jetzt? Ich hoffe mal, dass sie bald hier unten das alles errichtet haben. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Aber da kommen sie auch nicht wirklich weit, weil dann müsste ich hier nach oben auf jeden Fall irgendwas bauen. Problem da ist natürlich jetzt hier der Raum. Ich müsste also rein theoretisch hier den Anschluss umtüdeln, damit der Aufgang hier ist. Okay, das wäre ja gar nicht mal so schlimm eigentlich, ne? Ich müsste bloß hier... Warte. Gepäck. Wo ist denn das wieder? Wo war denn das jetzt wieder? Hä, bin ich blöd? Ah, da ist Gepäck. Hupsala, viel weiter vorne. Hochgeschwindigkeitsgepäckstrecke. Als erstes erstmal hier hin. Einen Anschluss können wir gleich so bauen. Dann können wir hier noch das Terminal lang bauen schon mal. Dass es halt so schnell wie möglich geht, so wenn wir gucken. Und eins ab. Warte mal, vielleicht tun wir das. Nein, stopp, das ist vielleicht doch gar nicht so eine gute Idee. Wartet mal. Schicken wir das nochmal ein bisschen hoch. Hier hin. Und dann so hin. Nein, jetzt hab ich. Oh, jetzt hab ich. So. Presswerkzeug. Was ist denn jetzt los? Also sind es nur rote Pakete. Ich sehe überall rote Punkte. Wo geschehen das denn? Scheinen rote Pakete zu sein. Gut, okay. Dann müssen wir jetzt die Wände hier drin entfernen. Außerdem, ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Es war ja gestern der 1. Januar, heute ist schon der 2. Januar. Ich habe es total vergessen, euch zu sagen, aber ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Und ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Ich habe ihn endlich mit der Familie verbringen können. Und mit der Familie auch, die noch in Deutschland lebt. Bedeutet, ich hatte eine wirklich schöne Zeit. Und wir hatten auch viel, viel Spaß. Wie gesagt, deswegen, die Folgen werden jetzt auch erst am 1. Januar aufgenommen. Daher wünsche ich euch auf jeden Fall ein frohes neues Jahr. Und ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Das wäre schlimm, wenn nicht. Schauen wir mal, dass wir erstmal die ganzen Leute hier rauskriegen. Hier sind einige Leute, die ich glaube, gerne hier rauskommen wollen würden. Können die das jetzt bitte mal da fertig bauen? Ich habe das nicht gemacht. Einfach damit, falls was ist. Jetzt müssen wir erstmal hier den ersten nur entfernen. Und dann sollte das gleich passen. Schon wieder so ein gefährliches Gepäck. Ey, das ist ja Wahnsinn. Na komm, entfern's. Dankeschön. Und dann tun wir das hier alles weg. Zack. Jut. Gleich kommt ihr dann wohin. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Wäre scheiße, wenn nicht. Die müssen jetzt bloß mal das ganze Ding hier entfernen. Weil wir natürlich hier dementsprechend auch einen Raum abbauen müssen noch. Der braucht auch wieder eine kurze Zeit. Oh ne, das kann ich nicht machen. Also kann ich es machen.
Muss ich aufpassen, dass ich nicht über die Rollbänder drüber düse. Wie ich halt oben drauf was. Alter, so viele Leute wie unterwegs sind, das ist schon brutal. Es müssen natürlich die Leute von hier hinten nach da vorne laufen. Aber hey. Das sollte trotzdem funktionieren. Ich will jetzt mal kurz wissen, wo das Zeug ist. Okay. Bedeutet, weil wir müssen natürlich überlegen, wie wir das Ganze machen. Seine Fliege auf meiner Schulter, das hat mich kurz erschreckt. Kann nicht in unterschiedlichen Zonen errichtet werden? Wait, what? Achso, weil das nach oben gehen will. Da könnte eine Treppe hinkommen. Warte mal, wenn ich so rotate und Rennhalter hier platziere. So wäre sie ja dann ideal. Was ist, wenn ich sie mehr so mittig platziere? Wie schaut das oben aus? Das geht. Also einmal hier platzieren. Ich will auch eine Rolltreppe natürlich nach oben. Und dann gibt es noch den Aufzug. So. Und dann natürlich noch die Wände. Schon sollten wir dann alles nach oben bringen können. Dann sollten die Leute nach oben können. Wenn sie wollen. Jetzt muss nur noch die Wand entfernt werden. So. Ja, der erste geht. Oh, der nächste geht. Können wir die Tiefgarage eröffnen? Das ist jetzt die Frage. Ah, da laufen schon die nächsten. Oh, da laufen jetzt ganz schön viele. Und sie gehen nach oben. Die Leute, die kommen jetzt aus der Tiefgarage sogar schon mittlerweile raus. Finde ich cool. Jetzt ist mir eine Fliege auf die Nase drauf, die ich glaube ich hat. Jetzt müssen wir das natürlich noch so ummanteln. Dann eröffnen wir jetzt die Straße. Alle zulassen. Entfernen die Fahrtrichtungsrestriction hier. Und jetzt sollten die fast alle eigentlich in die Tiefgarage fahren wollen wahrscheinlich. Bin jetzt echt gespannt. Ja, da kommen die nächsten schon für die Tiefgarage. Ja, jetzt belebt sich die Tiefgarage. Schaut euch das an. Ja, das wird toll. Oh, das wird. Ich denke, das wird eine ganz interessante Sache. Also aktuell sind es ja noch nicht so viele und Parkzeit ist ein Langzeitpark. Ach, schau her. Dann machen wir doch hier draus Langzeitparkplätze. Und das andere Kurzzeitparkplätze. Na, ja, das wird schon. Das wird was. Das wird was. Der Herbst beginnt. Ja, ich finde es cool. Mit der Tiefgarage ist es echt eine geile Sache.
Was ich jetzt aber wiederum als kleines Problem sehe. Ich muss jetzt aus einer Etage tiefer ja auch kommen. Wie mache ich denn das jetzt am schlauesten? Ich kann ja nicht, wenn ich mich nicht irre, einfach so nach oben. Und es geht nicht. Stockwerk muss geräumt werden. Muss unter einem Terminal platziert werden. Also geht das alles nicht, leider. Aber langsam wird es hier voll. Das finde ich cool, dass das wirklich funktioniert auch. Wie schaut es hier oben aus? Relativ gut. Flugzeuge sind da. Die großen, massiven auch und werden betankt und alles läuft gut. Na, Check-in ist am Laufen hier und hier auch. Und das Geld fließt. Wie viel kostet nochmal ein großes... Eine große Startbahn? Wie kostet die 1 Million? Okay, 1 Million haben wir noch nicht ganz, aber... Wir können ja wenigstens mal... den Bau des Zwischenstückes schon mal in Auftrag geben. Bau für geplante Objekte. Also ich bin eins dort oben. Bau für geplante Objekte. Macht 700.000. Alter Verwalter. Okay. Das war ungeplant. Okay, das sind die zwei großen. Und bewegen sich jetzt auf den... auf die Startbahn. Kleinen sind jetzt einigermaßen nur noch belegt. Also bräuchten wir nicht mal wirklich zwei Start- und Landebahnen. Bin schon mal überlegen, ob wir das nicht alles auf die mittleren umlagern. Was ich auch machen wollte, waren die zwei hier abreißen. Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Was? Schließen Sie zuerst den Hangar. Ja, will ich abreißen. Dich schließe ich auch und reiße ich auch ab. Weil euch brauchen wir nicht mehr. Wir haben mittlerweile hier unten das Gerät fertig. Jetzt fehlen nur noch die großen. Und ich glaube, die sind aktuell noch leider... nicht leistbar? Doch, werden sogar 150. Also brauche ich 600.000, um alle zu errichten. Ja, da oben sind jetzt aber gerade alle beschäftigt. Wuseln rum wie kleine Mäuschen. Ich bin interessiert, ob wir das dann auf die hintere umlagern können. Oder ob das nicht funktioniert. Aber aktuell scheint es leider echt noch so, dass... die Startbahnen nicht reichen würden für die großen und die kleinen. Ich glaube irgendwie gerade, dass wir wieder tanken oder sowas. Ne? 400.000 im Minus? Schon brutal. Also sind auch schon lange keine Notfälle mehr gekommen oder sowas. Grüne Oberflächenqualität von Start- und Landebahn im Park und Parkposition. Wieso? Die sind doch gut. Geht jetzt die nicht? Ah, die zum Beispiel sind im sehr guten Zustand. Die werden doch alle hergerichtet immer wieder. Weiß gar nicht, was ihr habt. Es wird alles regelmäßig gewartet und hergerichtet. Alter, schau dir diesen Fluss von Personen an. Wie schaut es in der Tiefgarage aus? Ja, Steady Supply würde ich sagen. Steady Supply. Wir schließen die jetzt alle. Leute, die sind geschlossen. Die werden jetzt abgerissen. Nix Parky Parky. Hier wird umgebaut, Leute. Ich glaube, so ganz haben die das nicht verstanden, dass hier umgebaut wird. Wir
können auch schon mal die Straßen zum Abreißen schicken. Und die brauchen wir auch nicht mehr. Also wenn ihr eure Autos retten wollt, dann jetzt, ansonsten ist es zu spät. Wir dann jetzt hier schon auf keine zulassen. Alter, wie die hier anstehen, um in die Busse zu kommen. Wahnsinn. Der Laden ist auch mittlerweile bummvoll. Ich glaube, ich sollte noch ein paar Geschäfte aufmachen. Können wir bitte hier noch ein paar Wände ziehen? Ich hätte hier gerne einen ganz großen Laden. Mit 1 zu 1 Gänge. Aber ich glaube irgendwie, dass die mittlerweile überfordert sind. Was für einen Umsatz machen denn die pro Tag? 1800 Verkäufe. Holy shit, okay. Und trotzdem ist hier relativ ruhig. Ich bin erstaunt. Die Läden hier oben sind auch still. Der Laden ist schon wieder verkauft, wie scheint. Wie viel Verkäufe wollt ihr, um den Bonus zu erhalten? Wir nehmen jetzt mal den mit dem kleinsten. Es fehlt dir ein Herd. 140, du wirst hier eingeschrieben. Vielleicht setzen wir hier auch einen Laden einfach rein. Der liegt da mitten in der Schussbahn von denen. Hier ist die Kontrolle für die Großflugzeuge. Das ist schon brutal. Vor allem, dass der Laden so abgeht, ist irgendwie... Überleg mal, die haben 2300 Verkäufe heute gemacht. Vertrag überprüfen. 29% des Umsatzes gehen an uns. Leider können wir nichts verhandeln. Rein theoretisch bräuchtet ihr mehr Verkäufer. Ach, schauen wir erstmal, wie sie unsere Bauarbeiter anstellen. Könnt ihr mal hier fertig werden? Wie schaut es denn hier aus? Langsam mal vorankommen wäre schön. Aber schaut leider nicht so aus. Es wird noch ein bisschen dauern, bis die hier fertig sind. Da ist eine Concorde. Ah, es stehen an allen drei Plätzen sogar welche. Ach, schick. Ach, schick. Ah, die erste ist schon wieder fertig. Wohin geht's? Ach, ins United Kingdom. Nach Edinburgh. Finde ich gut. Finde ich gut. Jetzt habe ich schon wieder massiv Geld verloren, aber das werden wir jetzt ändern. Da verliere ich jetzt nochmal richtig massiv Geld. Wir errichten die ganzen geplanten Sachen hier. 600.000 hat uns das gekostet. Ah, dann haben wir endlich für alles einen passenden Hangar bereitstehen. Falls was einen Breakdown hat. Und hier müssen jetzt langsam mal fertig werden. Wo wuseln denn die Männchen mittlerweile? Ah, ja, stimmt. Hier. Und was auch noch ist, wir müssen hier die Stadtbahn vervollständigen. Ist ja auch nicht alles fertig. Warte mal, hier. Straßenrichtung. Geht doch. Was kann ich was haben? Alles errichten. Da müssen sie jetzt das Ganze fixen. Ich hoffe, dass sie das mal fertig kriegen, weil das ist jetzt... Echt noch einiges. Blöd wäre, wenn das nicht funktioniert. Dann habe ich ganz schön viel Kohle für nichts rausgeschmissen.
Das wäre echt unangenehm. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir vielleicht, oh, vielleicht machen wir nächste Folge schon, die nächste Tiefgaragenetage für die Langzeitparker. Weil die sind ja, wie es ausschaut, am vollsten. Also, bis dann. Ciao.